Gnade mit euch, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Rising World Altarion hier auf der Insel Rega. Und ihr, wir hatten ja beim letzten Mal schon begonnen, den Grundriss sozusagen für die Villa, für die Meervilla, Strandvilla für August Hamazon zu schaffen, dem jüngsten Sohn der Hamazons. Und ja, ich habe da mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe schon mal so ein bisschen angefangen hier zu konstruieren. Hier die Bögen und wie die Villa ungefähr aussehen wird. Auch innen habe ich mir schon mal so ein paar Gedanken gemacht. Und ihr wisst ja, Gedanken macht man sich am besten, indem man anfängt zu bauen. Das heißt, Moment, ich kann erstmal so ein paar Sachen in die Kiste packen, die wir jetzt wahrscheinlich nicht brauchen, und ein paar Sachen rausnehmen, die wir brauchen. Okay, die Kiste wird langsam schon zu eng. Ach ja, wir brauchen aber auf jeden Fall die Dinger. Dafür können wir das hier rauslegen. Dann machen wir die Dinger und ja, noch so etliche andere Sachen. Das brauchen wir erstmal nicht. So, jetzt ist es schon ganz gut geworden. So, damit können wir, glaube ich, erstmal anfangen. Du kannst mal hier hoch. Ich habe ganz viele Tomaten dabei irgendwie. Ich habe auch Schmacht am frühen Morgen. Ihr seht schon, so ungefähr habe ich mir das Ganze vorgestellt. Wo ich noch nicht ganz hundertprozentig von überzeugt bin, ist von diesen Säulen. Weil die stechen irgendwie so ein bisschen raus, ne? Moment mal. Da können wir vielleicht was machen. Es gibt ja Marmor in verschiedensten Sorten. Wenn ich hier auf Bauen gehe, Holz nehmen wir jetzt mal weg. Dann haben wir hier Putz. Und hier haben wir Marmor. Es gibt ja auch diesen Marmor. Vielleicht gefällt der mir sogar noch besser. Sollen wir das mal ausprobieren? Marmor ist allerdings teuer, ne? Marmor ist extrem teuer. Machen wir mal 6 hiervon. Davon. Jetzt haben wir schon keine Steine mehr, oder was? Ja. Da müssen wir runter zum Hafen. Denn da haben wir ja die Hamazons eine Lieferung gebracht. Hier müssen überall noch Laternen hin, auf jeden Fall, ne? Und hier muss auch irgendwie noch eine Abgrenzung zum Meer so ein bisschen hin. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, an diesem Weg. Aber da hat die auch in die letzten Kommentare geschrieben, da muss man die jetzt nicht unbedingt, ach hier, Landsitz, Hammerfels, ja. Unser Ort hat jetzt ja endlich, oder beziehungsweise unser Landsitz hat jetzt ja einen Namen, Hammerfels. Ach so, ich wollte ja, hier, genau. Hier sind, glaube ich, die Steine drin, die sie mir geliefert haben, sehr gut. Die packen wir einfach hier zu. Dann sortieren wir das mal. Das können wir auch sortieren. Ja. Okay. Na, die Kiste hätte ich jetzt nicht sortieren brauchen, weil da sind ja nur Steine drin. Ach, herrje. Ja, die Villa. Die wird klein werden. Also nicht so groß, wie ich erst so geplant hatte. Sondern es ist ja nur die Villa für den Sohnemann. Jetzt brauchen wir noch Säulen. Okay. Jetzt brauchen wir noch Säulen. Da hatten wir... Dieses Zeug hatten wir genommen, ne? Also diesen Marmor. Der nicht ganz so hell ist wie dieser, ne? Er hätte auch grauen nehmen können. Oh. Ja, ja, das grauen. Okay, dann machen wir auch 6. Und machen wir mal die Säulen hier und mal sehen, ob das besser aussieht. Ich meine, ich kann den auch noch anpinseln, aber das möchte ich eigentlich vermeiden. So, passt auf. Wir nehmen jetzt erstmal hier die Säulen. Die machen wir jetzt so groß wie die. Ja, genau. Und dann nehmen wir hier die Dinger und machen die so groß wie das Ding. Zack. So, wunderbar. Jetzt kloppen wir das andere raus. Pop, pop, so, 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 und dich nehmen wir auch raus. Achso, das ist mir hier zu hoch. Ah, au, Vorsicht, Marmor ist auch gefährlich ein bisschen. So, dann setzen wir den jetzt hier auf die Mitte bitte. Achso, ja, Magnetwerkzeug aktivieren, ganz, ganz wichtig. Und du kommst da oben in die Mitte. Jetzt fangen wir einfach mal von oben an, ich glaube... Ja, ist besser, oder? Ist besser? Ja, aber... Moment mal. Ich glaube, wir brauchen eine zweite Kiste. Einrichtung, Kiste normal herstellen. Eieieiei. Das ist echt... die Villa soll natürlich sehr... luxuriös werden, wie sich das für eine Hamazon gehört, geziemt. Aber sie soll auch nicht zu pompös werden, denn es ist der jüngste Sohn, Freunde. Es ist wirklich der jüngste Sohn. Das packen wir mal alles weg hier und das packen wir auch mal weg. Das gefällt mir noch nicht hundertprozentig. Vielleicht versuchen wir es mal mit grauen Marmor. Okay, das kann auch raus.
Vielleicht versuchen wir es mal mit grauem Marmor. Vielleicht ist das besser. So läuft das hier die ganze Zeit. Ne? Ich bin hier die ganze Zeit am Rumprobieren. Aber welchen? Den hier? Den hier? Oder den? Was wäre mit dem? Form wählen. Brauchen wir einmal die Dinger. Und zwar machen wir mal auch 6 Stück. Und dann brauchen wir einmal davon auch 6. Probieren wir das nochmal aus. Und wenn nicht, dann weiß ich es nicht langsam nicht mehr. Ob die sollen überhaupt so. Gut. Jetzt habe ich die Größe nicht übernommen. Verdammt. Das sollte jetzt aber wenigstens bei den Platten machen. Na, Mist. Ja, einmal nicht nachgedacht, ne? Aber das kriegen wir hin. Ich glaube, die waren 3 Meter hoch. Okay, ich komme ja doch dran. Pom. Autsch. Okay, machen wir einmal die Dinger. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, es ist, ich bin eine gute Inge, dass es besser ist. So, jetzt müssen wir die Säulen noch anpassen. Die sind nämlich hier ein kleiner, das heißt ein schmaler als, ne, also so und so. Und dann 3 lang. 3 echt so lang? Na gut. Gibt es bestimmt eine Überschneidung in der Mitte, bitte. Ja, das ist viel besser. Das ist viel besser. Das ist nicht so abgehoben. Ach so, hier haben wir es ja auch nochmal. Dann müssen wir es hier auch neu machen. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. Wir nehmen die einfach raus. Zack, zack. Und dann hier nochmal. Das bleibt da oben liegen. Witzig, ne? So. Da nehmen wir die grauen Säulen. Die sind nicht ganz so... die wirken nicht ganz so... unpassend, finde ich. Das ist schon gut. Und dann kommen jetzt hier nochmal die Dinger rein. So, zack und zack. Und ja, das ist besser. Auf jeden Fall. Okay, Freunde, lass uns mal weitermachen mit dem Bau des Außenhauses. Also der Außenmauer. Mein Gott. Wir fangen hier an. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich hier einfach dann, ein bisschen schmaler hochgegangen bin. Einen müssen wir, glaube ich, noch, ja. Dann können wir jetzt die Größe übernehmen wieder. Ich kann das auch alles ziehen, aber naja, das zieht sich dann so. und dann müssen wir hier die Außenkanten machen. Die sind also hier so einen schmaler. Das können wir jetzt auch wirklich mal ziehen. Zack. Und zack. Und jetzt kommen nämlich die Innensäulen rein. Das sind die. Dann übernehmen wir jetzt einfach die Größe hiervon. So, wunderbar. Und ziehen die hier rein. Wir müssen sie noch einmal drehen. Das kann man schnell mal verwechseln. So, 6 sind es. Genau. Und so ist im Grunde der Grundriss. Jetzt machen wir das auf der anderen Seite gleich nochmal, weil es so schön war. Ich bleibe jetzt gleich mal hier ein bisschen am Schweben. Sind ja alleine, ne? Und wenn wir von der Höhe abstürzen, ist auch nicht ganz so schlimm. Aber naja, die Angst fliegt natürlich immer mit. Die Angst schwebt immer im Hintergrund mit. Wir werden heute mal zusammen, glaube ich, mal das Eingangsportal machen. Aber auch die anderen Sachen möchte ich natürlich drauf eingehen. Also hier diese Einlegearbeiten im Marmor habe ich mal mich so dran versucht. Und an der Treppe. Das ist die Treppe, die dann ins erste Obergeschoss führt. Und ich möchte gerne den Unterbau... in Stein machen und oben aus Holz. Ich wollte erst alles aus Holz machen, aber wenn ihr das mal euch anschaut hier aus der Ferne, wenn das jetzt hier aus Holz wäre, ich habe da auch schon mit angefangen, habe das wieder abgerissen, dann der Unterbau ist viel zu groß, viel zu massiv, um da dann ein Holzhäuschen draufzustellen. Da hätte ich das ganze Ding aus Holz machen müssen, auch den Unterbau. Aber ich finde für die Hammersons, wenn das der alte Hammerson sieht, dass sein Sohn in so einer Holzhütte hier hausen soll, kann sein, dass er dann sagt, nö, da schicke ich meinen Sohn aber nicht hin, das reißt mal schön wieder ab. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass wir das Ding hier wieder abreißen müssen. Das wäre ja die Katastrophe vor dem Herrn. Okay, wir haben noch 19, das müssen wir gleich nochmal welche nachproduzieren. Für die eine Säule reicht es auf jeden Fall hier noch. So, hier nochmal runter. Und dann gleich nochmal die Dinger eingesetzt. Scheint richtig zu sein. Ja, wunderbar. Und hier kommt natürlich dann auch wieder so eine Säule rein. Und da habe ich einfach von hinten, man sieht das jetzt nicht mehr,
Aber ich habe dann von hinten den anderen Stein eingesetzt. Zeige ich euch jetzt. Ich zeige es euch jetzt. Das ist nicht Marmor. Moment, wo habe ich den denn? Das ist der hier. Das ist den lassen wir aber gleich mal als Bogen, weil es eh nur noch so ein paar Dinger sind. Das ist die 256 in Stein gemeißelt. Und diese Nummern sind wirklich hilfreich, ne? Das ist so ganz feiner Sandstein, das ist der hier. Steht auch Sandstein drauf. Und davon müssen wir jetzt mal richtig viel machen. Machen wir jetzt mal, ja, maximal. Man kann ja einfach auf Max klicken und dann hat man 99. Jetzt müssen wir noch die Form wählen, dann nehmen wir natürlich die normale Form. Jetzt haben wir 99 von diesen Blöcken. Ja, können wir hier die Marmordinger mal wegnehmen. Den Marmor können wir sowieso mal rauslegen. Obwohl, den brauchen wir gleich noch. Ah, den brauchen wir gleich noch, genau. Ja, ich habe das hier hinter. Komme ich da irgendwie dran? Da könnte ich dran kommen, ne? Wartet mal. Das sieht, glaube ich. Nee, das ist viel zu dick. Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Ich muss das hier so nach innen setzen. Und ich habe das, glaube ich, nur. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das nur zwei dick gemacht. Dafür etwas breiter. Und die volle Länge, ne? Also die volle Höhe. Das ist ja die volle Höhe. So. Und das jetzt hier hinter pappen. So. Okay. Reicht nicht ganz aus. Nicht mal die volle Höhe reicht hier ganz aus. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich ähnlich. Wir setzen gleich mal die Säule rein, dann sehen wir es genau. Aber ich muss hier natürlich nochmal hier oben den Rest ansetzen. So, ein bisschen weiter weg. Dann sieht man auch, was man macht. Das ist ja auch immer ganz nett. Ein bisschen tiefer. Lululul, da kommt er. So, zack. Und dann setzen wir das hier ein. Die ganze Wand wird dann hinterher sowieso nochmal verputzt. Das ist also dann nicht so schlimm, dass das, ja. Ich wollte nur, dass man da nicht durchgucken kann. Obwohl, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können, wenn die Wand dahinter sowieso verputzt wird. Aber naja, was will man machen? Jetzt setzen wir hier unsere Säule rein. Moment, kurz lang. Setzen wir hier unsere Säule rein. Ja, ich habe mich natürlich wieder riesig über die ganzen Kommentare unter dem letzten Video schon gefreut. Und dass das hier momentan so gut angenommen wird von euch, das ist eine feine Sache. Also da freue ich mich sehr rüber. Und es macht auch mal wieder Spaß, in den Kommentaren dann so ein bisschen rumzustöbern und zu gucken, was haben die Leute denn so geschrieben. Und einige Inspirationen finde ich da auch immer durch diese schönen Kommentare von euch. So, jetzt zack und zack. Und wir hatten ja letztes Mal schon den Sir Harry Hirschweg hier benannt, weil er so ein bisschen aussieht wie ein Geweih. Und wir müssen uns noch für ein paar andere Leute aus der Community, die hier immer fleißig kommentieren, was einfallen lassen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie setzen wir jetzt dieses Eingangsportal noch ab? Auf jeden Fall mit den Steinen hier. Auf jeden Fall mit den Steinen. So, aber auf welche Höhe machen wir das Ganze? Auf jeden Fall muss der Block einbreit werden, so wie der untere hier, ne? So. Wie hoch muss das sein? So wäre wahrscheinlich zu niedrig. Wäre es wahrscheinlich zu niedrig. So wäre es. Na doch, das ist, glaube ich, die richtige Höhe, so, ne? Ja, niedriger würde ich es jetzt nicht unbedingt machen. Jetzt könnten wir natürlich sagen. Nee, wir lassen das so. Ich wollte jetzt noch diese Einlegearbeiten da reinmachen. Ich glaube, so ist das schon ganz, ganz schick. Dann kann da oben ein Fenster rein. Das können wir natürlich auch mit Bogen machen. Damit das so ein bisschen angepasst ist an das hier. Ich bin mir hier halt noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob wir das so machen oder, passt auf, oder ob wir da die etwas feinere Variante nehmen. Ich will schon was richtig Aufwendiges bauen. Also das soll schon so ein Aha-Effekt sein, wenn man hier das Haus sieht, ne? Das ist mir auch sehr wichtig. So, pass auf, wir nehmen einfach mal die Variante. So. Machen wir einfach. Einfach machen. War das die richtige Höhe? Ich glaube ja, ne? Warte, wir gucken gleich mal. Ja, das passt. So.
Jetzt kommt wieder schöne Rising World Musik. Da bin ich sehr, sehr erfreut darüber, dass da die Macher von Rising World viel mehr Musik jetzt eingefügt haben. Total schön. Und dass hier viel öfter die Barden aufspielen. Moment. So. Nein. So ist dann schmaler. Okay. Zwei, ne? Und so. So wäre richtig. Ja. Dann ziehen wir das einfach mal hier rüber. Und hier rüber. Ja, das ist besser. Das ist besser. Ich habe nur noch einen davon. Okay, dann müssen wir davon auch noch ganz viele machen. Das sind die hier. Machen wir auch 99. Zack. Und schon haben wir wieder 100 Stück im Koffer. Und ich habe schon wieder Schmacht. Ich bin nur am Tomatenfuttern. Vor allen Dingen Durst ist so eine Sache bei diesen Witterungsverhältnissen. So, und gut, dass wir noch einen über hatten. Dann bleibt uns nämlich die Form hier erhalten. Ich glaube, ich habe den 2 hochgemacht. Ja, habe ich. Ist nicht so schlimm. Können wir wieder wegkloppen mit dem Hammer. Wie ist das für ein Hammer-Song gehört? Ich bin ja gar kein Hammer-Song. Ich weiß. Oh, das war der falsche. Das war der richtige. Und gut, dass die jetzt immer so groß sind, die Blöcke. Da findet man die nämlich schöner wieder. Da kann ja dann der Name eigentlich rein, ne? Da kann der Name der Villa rein. Pass auf, und wenn wir das jetzt... habe ich das in der Tasche? Nee, habe ich nicht. Gut, ab zur Kiste. Zu den Kisten. Das sind ja schon zwei jetzt. Ah, das kommt wieder zurück. Die können wir dann irgendwann mal ins Lager bringen. Und in einer anderen Kiste habe ich nämlich noch das Zeug hier. Diesen edlen, fast gülden wirkenden Marmor. Den könnten wir doch jetzt wunderbar hier reinsetzen. Indem wir den nur ein tief machen. Und dann hier die Länge kompletto nehmen. Und jetzt... So. So, das ist zu viel. So ist korrekt. Jetzt setze ich das einfach hier rein. Ah, warte mal. Ja, ist fast gut, ne? Wir hätten es einen länger machen müssen. Warte, kriegen wir alles hin? Ab und zu... Oha. Da kann dann der Name der Villa rein. Also da kann dann ein Schild drauf und da kann dann... Na, ihr wisst schon. Also hier noch ein breiter. So, so ist richtig. So ist das korrekt. Ja, ja, ja. Das gefällt mir. So als Eingang. Jetzt müssen natürlich noch Türen rein. Eieieiei. Ich habe übrigens mal die Werkbank aus der Jagdhütte rausgeholt und habe die hier runtergebracht und habe da eine normale Werkbank hingestellt. Also eine einfache Werkbank. Also hier so eine. Weil die modernen Werkbänke sind recht teuer. Und ja, Türen brauchen wir, Einrichtungen. Und deshalb habe ich das mal so gemacht. So, ich muss ja auch sparsam sein. Ne? Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Was für Türen nehmen wir da? Ach, Herr Jemine. Ja, sowas ist natürlich für eine Eingangstür schon ganz genial. Wir können auch so eine schwarze nehmen. Die würde dann zu den Fensterrahmen ein bisschen besser passen. Die ist auch schick, aber das ist eher eine Innentür, würde ich sagen. Ich glaube, wir nehmen da so eine Eisentür. Eine Glastür oder so nehmen wir natürlich nicht. Nein, nein, nein. Wenn wir jetzt so eine nehmen und davon machen wir jetzt mal zwei. Passt mal auf. Da brauche ich mehr Eisenplatten, okay. Eisenplatten. Dafür brauche ich einen Amboss. Ach hey, jetzt müssen wir doch mal eine Runde hier drehen. Und zwar hoch zum... Hui, ich fliege da einfach mal hin. Um die Zeit ein bisschen abzukürzen, die wir hier benötigen. So. Hier haben wir nämlich beides. Hier haben wir einen Amboss und eine moderne Werkbank. So, jetzt machen wir Eisenplatten. Komm, wie viel machen wir denn? 10 machen wir mal 20 Stück herstellen. Und dann baue ich auch gleich hier die Türen. Da wollten wir ja die nehmen, ne? Davon wollten wir 2 Stück machen. So. Das kostet mich schon wieder 16 Eisenplatten. Ach so, es gibt auch einen neuen Weg. Den zeige ich euch jetzt einfach mal. Hier, nämlich wenn man bei der Schenke schräger Ochse, wenn man hier langläuft, hinten zum wunderbaren zur Essensverköstigung. Haben wir dafür eigentlich schon einen Namen gehabt? Nö, ich glaube nicht, ne?
Jetzt können wir allen Sachen Namen geben, total gut. Da gibt es jetzt hier so einen Aufgang. Und hier ist ein Huhn abgehauen. Ha. Da gibt es jetzt hier einen Aufgang, der sich hier in die Mauer einfügt. Und dann kann man nämlich hier auch runtergehen und ist dann direkt bei der Villa. Also kommt dann direkt zur Villa. Das heißt, der junge August Hammerson kann ja noch abends nochmal in die Schenke gehen. Ich glaube, das ist ihm ganz lieb. Ja, so Freunde. Die Türen. Wir haben zwei Stück davon gebaut und die möchte ich jetzt hier mal einfügen. Und zwar möchte ich hier natürlich eine Doppeltür hin haben. So. Und die soll nach so aufgehen oder nach innen. Öffnet man solche Türen nach innen? Eigentlich öffnet man solche Türen immer nach innen, ne? Also so im Grunde. Jetzt ist die natürlich zu breit. Die ist schon zu breit. Das heißt, wir machen die etwas schmaler. So wäre wahrscheinlich richtig. Ich guck mal. Die Höhe passt fast. Das heißt, sie muss ein bisschen kleiner werden. So. So müsste sie im Grunde werden. Nach meinen Ermessen. So, pass auf. Ich klebe die mal hier rein. Jetzt ist sie zu klein. Verdammt. Sie muss einen größer werden. Arg. Oh. Was? Ich hab die kaputt Was? Ich hätte die abbauen müssen, nicht Ochsenbrösel. Oh nein, die teure Tür. Oh nee. Och Mann. Ah. Okay, nochmal das Ganze. Okay, die muss ein höher werden, hatten wir gesagt, ne? Jetzt muss er aber, so muss er aber passen, oder? Ah, wahrscheinlich. Passt sie so fast. Aber es kann auch sein, Moment. Ich setze sie nochmal ganz kurz so rein. Die ist nämlich eigentlich zu hoch jetzt, ne? Aber wir können natürlich auch kleiner skalieren. Das, da muss man immer dran denken. Ah ne, das war jetzt nicht skalieren. Das ist skalieren, ne? Ja. Und die können wir jetzt hier auf 0,1 setzen. Und jetzt können wir das Ding auch richtig in kleinen Schritten kleiner machen. So. Ja, pass auf. Ich muss wahrscheinlich etwas weiter weggehen, damit ich das sehe. Ja. So sehe ich's. Okay, ein größer, würde ich sagen. So, ne? So ist es aber endgültig richtig. Aber jetzt müssen wir gleich noch eine zweite davon bauen. Aber das ist ärgerlich. Die sind teuer. Gott sei Dank haben wir jetzt genug Eisenplatten. Ich brauche nur noch eine. Weil wir brauchen keine drei davon. Gut. Und wie setzen wir die jetzt? So, ne? Ja, es ist frickelig. Oh, die geht nicht ganz auf. So wäre die. Ach, Moment. So wäre das richtige Verhalten gewesen. Ausbau, nicht wegkloppen. Oder ich setze sie halt hier komplett rein. Geht sie dann ganz auf? Ich probiere das einfach mal aus. Dann geht sie ziemlich ganz auf. Okay. Ja. Ja, ah gut, das können wir so machen. Das können wir schon so machen. Ich nehme die nochmal weg, weil da müssen wir noch was ändern. Da kann man anklopfen, ist das witzig. Da müssen wir nämlich hier nochmal die Dinger wegnehmen. Ah, stopp. Einmal kurz anpassen. Spart man sich ein bisschen Arbeit. So, und dann machen wir nämlich hier den Steintritt komplett aus dem Zeug. So, und jetzt kann die Tür rein. Jetzt kann die Tür rein. Einmal. Jetzt geht sie auch komplett auf. Sehr gut. Und zweimal. Wir können natürlich jetzt auch noch eine andere Tür nehmen, wenn euch das zu brachial ist von der Tür her. Okay, und die muss jetzt ja in die andere Richtung aufgehen. Das ist blöd. Da gibt es nur eine Möglichkeit, sie nämlich komplett zu drehen. Ich finde, das geht aber in Ordnung, oder? Oh, die ist jetzt... Seht ihr das? Was?
Was? Zeichenmist gebaut. Die sind auch, glaube ich, noch eins zu groß. Kann das sein? Mist. Und was hast du so in der Folge gemacht? Ja, wir haben Türen eingebaut. Okay. Wir haben ja noch die kleine Skalierung drin. Ne? Das ist ganz gut. 2, 3 machen wir jetzt einfach mal. Und gucken, ob das passt. Die geht jetzt aber in die falsche Richtung auf. So muss sie aufgehen. Man kann die Richtung, in die man sie öffnet, kann man ja nicht ändern, glaube ich, ne? Oh Mann. Mann, nein. So. Rein damit. So, und jetzt die andere. Wo ist er? Da. Da hat sie sich versteckt. Du kommst jetzt da rein. Aber ich will das doch drehen. Aber das kann ich doch nur, indem ich so mache und so mache, oder? So müsste es jetzt richtig sein. Moment. Ja, so ist richtig. Okay, jetzt noch genau auf die Kante setzen. Ja, ich weiß, dass der Knopf jetzt falsch rum ist. Das sieht aber ganz gut aus. So kann man hier rein und raus gehen. Wie sieht das von außen aus? Ja, kann man machen. Kann man machen? Man versperrt sich hier so ein bisschen den Weg, ne? Ich meine, ich hätte die auch ganz nach vorne setzen können und nach außen aufgehen lassen können, aber na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So ist das auf jeden Fall schon mal ganz nett. Jetzt müssen wir den oberen Teil noch irgendwie machen. Da würde ich einfach... Soll da ein Fenster rein? Was meint ihr? Wahrscheinlich ja, ne? Wahrscheinlich leider ja. Da brauchen wir jetzt nicht diese mehr für, sondern hier die kleinen. So, Freunde, pass auf. Dann machen wir das halt so. Ich nehme mal hier die Breite, nehme ich mir mal hier raus. So, zack. Okay, das ist die schon ziemlich breit eigentlich. Und dann geht das hier wahrscheinlich auf die Außenkante. Ja. Ja, die Breite stimmt ja auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt hoch. Ah, ich habe, warte, kleine Skalierung noch drin. Die können wir jetzt wieder rausnehmen. Ja, es ist manchmal ein bisschen umständlich, aber man kann halt alles damit machen. Rising World ist halt ein Spiel, in dem du wirklich alle Möglichkeiten hast, was Bauen angeht. Also ich kenne kein anderes Spiel bisher. Ich meine, ich kenne nicht alle Spiele, deshalb muss man das auch mal ein bisschen distanziert sehen. Aber ich kenne kein Spiel, was solche Baueigenschaften hat wie Rising World. Okay, das machen wir jetzt ein bisschen kleiner. Damit der 5x5x5 ist. So. Und dann können wir ein bisschen länger skalieren. Wir gehen hier auf die untere Kante. So. Da sind wir richtig. Und dann machen wir ein bisschen länger. So, nämlich. Ja, so reicht. Zack. Und hier müssten wir jetzt eigentlich Bögen einfügen, um das Ganze irgendwie sinnvoll zu machen. Moment, haben wir gleich. Ich glaube, wir haben sogar noch Bögen, ne? Hier, da haben wir sie doch. Da haben wir sie doch. Das Problem wird wahrscheinlich eher sein, dass wir so einen kleinen Bogen gar nicht hinkriegen. Können wir mal, warte mal. Immer wichtig, Türen einbauen, ne? Und dann kann man nicht mehr vernünftig hin und her rennen. Ja, ja, so ist er. Okay, passt auf. Drehen, 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 drehen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Zack. Und hier kümmere ich jetzt hier so ein kleines Fenster. Na, ja, es sieht eigentlich ein bisschen Panne aus. Wir hätten halt oben auch noch einen Balken machen müssen, aber dann können wir auf gar keinen Fall ein Fenster reinsetzen. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal. Das geht nicht so. Das würde jetzt so gehen. Wir müssen auf jeden Fall hier oben das so machen. Ja, so. Und dann können wir da nur ein kleines Fenster einsetzen, ein eckiges. Ist aber auch okay. Das können wir, glaube ich, so lassen. So ein, einfach nur so eine Beleuchtung, so ein Tagesfenster. Tagesfenster. Was wir aber noch machen, auf jeden Fall noch machen, ist Folgendes.
landen erstmal. So, wir nehmen uns, also wieder eine reine Baufolge diesmal, ne? Wir nehmen uns wieder das Kram hier und da bauen wir uns jetzt Stufen von, und zwar 30 Stück ungefähr. Ziemlich genau 30 Stück. Auswählen, 30 normale Treppen. Treppen, da haben wir sie. Herstellen. Und die machen wir jetzt so klein wie die da oben, wie diese minimalen, Minimaltreppen. Jo, jetzt habe ich irgendwo falsch drauf gezeigt. Ich musste mal ganz kurz hoch. Entschuldigung, ich muss hier mal hoch. So. Und die setzen wir jetzt hier einfach in die Ecken rein. Das ist, bringt dem Ganzen noch mal ein bisschen, lockert das Ganze noch mal ein bisschen auf. So. Und, so. Und unten können wir das auch machen. So und so. Ne? Dann sieht das nochmal ein bisschen schicker aus. Das können wir natürlich von innen auch machen, aber innen kommt sowieso dann, das wird alles verkleidet. Also da kommt überall diese Wanddinger hin. Ja, so kann man das schon machen, finde ich. Also sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, hier geht es natürlich dann genauso weiter. Aber wir müssen auch noch einen letzten Schritt machen. Und zwar fliege ich dafür mal hier rüber. Hier soll noch ein Balkon dran, finde ich. Also der muss, es ist eigentlich ein Muss. Es ist eigentlich ein Muss, dass hier noch ein Balkon dran kommt, damit der junge Herr dann auch auf seinen Balkon treten kann. So. Pass auf, jetzt machen wir mal einen kleinen Trick. Und zwar holen wir uns jetzt mal die anderen Steine. Auf seinem Balkon treten kann und aufs Meer rausschauen kann. Weil ich hatte ja schon erwähnt, er ist ein großer Freund des Meeres, beziehungsweise der Seefahrt. Und da will er natürlich auch, ist es jetzt der richtige? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind die richtigen hier. So, davon haben wir noch 29, okay. Sehr gut. Und da will er natürlich auch auf seinem Balkon raustreten und aufs Meer schauen. Deshalb habe ich auch hier diese Linien hingemacht, die dann hier enden. Und das muss auf jeden Fall passieren. So, passt auf. Und jetzt setzen wir nämlich, jetzt müssen wir ganz kurz mal hier umskalieren. Muss ich dann mal wieder rückgängig machen. Oh, es geht wieder Musik los. Das ist schön. Wir setzen jetzt hier einfach mal nochmal so ein Ding an. So, und den setzen wir einfach hier unter. Und dann fügt er sich hier nämlich nahtlos ein. Wunderbar. Das machen wir auch hier. Wie weit soll der Balkon rausgehen? So. Größer würde ich ihn jetzt nicht machen, ne? Und dann sollten wir ihn auf jeden Fall auch hier nochmal untermauern, ne? Damit das nicht zu, passt auf, das machen wir einfach so. Ja, damit er nicht zu unstabil wirkt. Es wird dunkel. Was? Das kann nicht sein. Das will ich noch schnell machen. Da gehen wir einfach hier drauf und dann sagen wir hier, zack, Form ändern. Und wir könnten jetzt einmal die verspielte oder die brachiale Variante nehmen. Man könnte auch diesen intervenierten Bogen nehmen. Ich sag mal, wir nehmen einfach mal die schlichte brachiale Variante. Weil es einfach besser ist. Okay, jetzt wird es dunkel. Aber ich glaube, ich habe meine Kopflampe auf. Warte mal. Das war L, ne? Ja. Ich habe aber nur die ganz einfache. Die mit der Kerze. Vielleicht können wir uns da nochmal eine bessere bauen. So, pass auf. Drehen. So ist richtig. Eins. Zwei. Warte mal. Ich habe gerade so eine Idee. Ich habe immer irgendwelche Ideen, ne? Schlimm. Oh, guck mal. Wenn man nah rangeht, dann leuchtet das auch richtig gut aus. Wir machen den nämlich hier 1, 2 schmaler. So, dann wirkt das ein bisschen mehr. Ja, wirkt das einfach. Das ist ein Mini-Detail, ne? Aber solche Mini-Details, finde ich, machen das Spieler. Weil es ja halt diese Möglichkeit gibt, solche kleinen Details einzufügen, macht es das auch irgendwie aus, das Ganze. Haben wir noch genug? Ja. 1, 2, 3. Wow. Und wenn wir uns mal die andere Kopflampe, was braucht man dafür? Es ist schon tiefe Nacht. Tiefe Nacht. Hops.
Man kann ja diese Helme bauen, ne? Okay, ich weiß, ich bin schon über die Zeit, aber heute ist ja Sonntag, da könnt ihr das ruhig mal tragen. War das bei Kleidung? Ich glaube ja. Guck mal, es gibt nämlich auch diese Helme und diese Helme. Dafür brauchen wir eine moderne Werkbank, 4 Aluminiumplatten, 2 eine Glühbirne und Stoff. Und hierfür 4 Aluminiumplatten, eine Glühbirne und Stoff. Wir rennen einfach hier mal durchs nächtliche Hammerfels. In der Kneipe brennt noch Licht, natürlich. Pass auf, ich pack das mal beiseite hier. So, Inventar schon fast wieder vollgemüllt. Es müssen halt noch viel mehr Straßenlaternen aufgestellt werden, ne? Oi, 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 das wird teuer. Aber guck mal, wie das Schild Werkhalle 1 jetzt leuchtet. Das ist ja witzig, dass es eine eigene Leuchtkraft hat. So, pass auf, wir brauchen Aluminiumplatten und so, hatte ich gesagt, ne? Hier haben wir 8 Stück. Wir brauchen eine Glühlampe. Okay, gucken wir mal, ob wir eine Glühlampe erstmal herstellen können. Werkbank. Also eine kleine Verlängerung jetzt nochmal, ne? Glühlampe. Ja, haben wir. Wolframdraht, Aluminiumplatte, herstellen. So. Kleidung. Helm. Jetzt brauchen wir noch einmal Stoff. Ich glaube, den habe ich. Ich glaube, ich habe Stoff. Yes. Nee. Nein. Wir haben keinen Stoff. Warte mal. Stoff war doch ganz einfach. Ich hab die Garnrollen im Inventar. Wie schön. Werkbänke. Einmal Stoff herstellen. Kostet uns 2 Garn. So, jetzt sollten wir das Ding aber bauen können, ne? Kleidung und Helm. Herstellen. So, und was muss ich jetzt machen, um den aufzusetzen? Muss ich den hier irgendwo draufsetzen? Anziehen. Ach, guck mal, jetzt kriege ich den anderen nämlich zurück. Und ist der jetzt heller? Ist der jetzt heller als der... Naja. Könnt ihr euch mal ein Urteil bilden? Wenn ich den jetzt anziehe? Anziehen. Der hat halt so... ist nicht wirklich heller, ne? Ich finde, er ist nicht wirklich heller. Das ist jetzt der alte. Und das ist der moderne. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob er das heller findet oder ob das immer noch arschdunkel ist. Könnt ihr mal wohin gehen, wo es richtig dunkel ist? Wo ist es denn richtig dunkel? Na, nirgends, ne? Ist überall Mondschein. Müssen wir jetzt in die Höhle reingehen? Ja, Freunde. Die Villa ist bald fertig. Nein, ist gerade noch am Anfang. Aber sie wird, ne? Da hinten ist er. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Folge. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das mit den Grumlampen findet. Ob das... Wir können ja mal hochgehen auf den Turm, auf den Aussichtsturm. Alter, selbst da ist beleuchtet, ne? Überall Beleuchtung. Oh, hier ist runtergefahren. Okay, Tür zu. Das Ding hoch. Hier kommt man nur so durch. Oh, alles verriegelt und verrammelt hier. So. Machen wir hier zu. Hier ist natürlich schön ausgeleuchtet. Und von meiner Turmposition aus sage ich nun, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron aus der Rising World Altarion.